Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute wollen wir über Prosperity Gem Mining sprechen. Ich habe in meinem letzten Video, das vor circa, wir können mal ganz kurz reinschauen, 4 Tagen hier auf meinem Kanal online gekommen ist, meine Live-Investition getätigt und bin hier mit 500 US-Dollar eingestiegen. Wir wollen jetzt zuallererst mal die Statistiken vergleichen, wie sich das ganze Projekt entwickelt hat und dann werden wir hier zusammen eine Live-Auszahlung machen, damit ihr seht, dass das Ganze auch funktioniert und dieses Projekt kein Scam ist. Wir starten erstmal mit einem Vergleich, was wir hier an Einzahlungen hatten in diesem letzten Video. Und zwar waren das rund 500.000 USDT, die hier von Nutzern eingezahlt worden sind. Und die Contract Balance war bei ca. 240.000. Wenn wir uns jetzt den aktuellen Stand des Ganzen anschauen, dann sehen wir, dass die Einzahlungen über das Vierfache in diesen letzten 4 bis 5 Tagen angestiegen sind. Und auch die Contract Balance hat sich mehr als verdoppelt. Nur für alle, die sich jetzt hier wieder fragen, warum die Einzahlungen und die Contract Balance so eine große Abweichung voneinander haben, das liegt grundsätzlich einfach daran, dass hier eben Gelder aus dem Contract rausgezogen werden, die in diese Mining Farms investiert werden und deswegen hier in der Contract Balance auch keinen Nutzen hätten. Ich erwähne es auch hier wieder an dieser Stelle, ob das Ganze, diese 2%, die man hier täglich erhält, komplett gedeckt sind durch dieses Mining, ist sehr, sehr stark zu bezweifeln. Deswegen geht davon aus, dass das Ganze eine Mischung aus Einkommensstrom und Ponzinomics ist in diesem Fall. Denn ich kenne keine Mining Farm und vermutlich auch keiner von euch, die bis zu 2% täglich erwirtschaftet. Ist ja ganz wichtig, hier das Projekt zahlt nicht konstant 2% aus, hat es jetzt zwar über die letzten 5 Tage gemacht, aber diese Rendite kann sich auch sofort mal ändern, sollten diese Mining Farms, also das sind seine Worte, also die Worte des Gründers, mal nicht diese 2% pro Tag produzieren, dass es keine 2% pro Tag produziert. Ich denke, das kann sich jeder selbst erklären. Deswegen wird sich über die Projektlaufzeit zeigen, wie nachhaltig das Ganze ist und deswegen ist es immer gut, früh dabei zu sein. Und das ist auch das Stichwort hier an der Stelle, weil wir sind definitiv noch früh dabei. Das Ganze hier ist immer noch in der Anlaufphase. Sie haben noch kein Marketing gestartet. Die Mining Farms sind anscheinend noch nicht mal errichtet. Er hat jetzt hier in seinem letzten Video angekündigt, hat einen eigenen YouTube-Kanal. Er hat jetzt hier 2 längere Videos hochgeladen, die man sich gerne mal anschauen kann, wenn man sich näher mit dem Projekt beschäftigen möchte, dass sie quasi jetzt die Lagerhallen ausgesucht haben. Sie haben auch schon sämtliches Equipment für diese Mining Farms, aber das Ganze muss eben noch errichtet werden und ist deswegen noch alles in der Anlaufphase, beziehungsweise es muss noch vieles koordiniert und strukturiert werden. Jedenfalls an den Daten, sowohl an den Einzahlungen als auch dem Wert in der Contract Balance sehen wir, dass das Projekt am Wachsen ist und das wollen wir auch genauso sehen. Jetzt, wenn wir mal runterscrollen, dann schauen wir uns gleich mal hier die Live-Auszahlung an. Wir sehen jetzt hier, ich habe mittlerweile eine Balance von 52 USDT generiert. Wie gesagt, habe jetzt hier 2% täglich über die letzten 5 Tage seit meiner Einzahlung hier erhalten und kann eben jetzt, da ich den Minimumwert erreicht habe, in diesem Fall auszahlen. Und das wollen wir jetzt auch einmal gemeinsam machen, damit ihr seht, wie das funktioniert, beziehungsweise ob es überhaupt funktioniert. Dazu öffne ich jetzt einmal meine Wallet hier. Ihr seht, ich habe jetzt aktuell eine Balance von 102 US-Dollar Tether. Wenn ich das Ganze jetzt auszahle, müssten wir ungefähr bei einem Wert von über 150 US-Dollar Tether sein. Es gibt eine 1% Auszahlungsgebühr, deswegen werden wir nicht den vollen Betrag hier auf unsere Wallet kriegen. So, dementsprechend gehen wir jetzt einmal hier auf Claim, müssen dann hier in dem Fall einmal die Transaktion natürlich bestätigen. Und wenn das getan ist, dann sollten die US-Dollar Tether eigentlich gleich auf meiner Wallet sein. Ihr seht jetzt hier, das Ganze ist confirmed. Wir sehen jetzt hier auch, die Balance hat sich verändert und wenn ich meine MetaMask aufmache, dann hat sich der Wert auch dementsprechend verändert und ich habe meine volle Auszahlung hier in diesem Fall erhalten. Das funktioniert auf jeden Fall. Und jetzt seht ihr im Hintergrund schon der Timer, der sich hier generiert. Und zwar sagt uns dieser, wann ich meine nächste Auszahlung dann vornehmen kann. Warum der jetzt so schnell runterläuft, weiß ich nicht. Auf jeden Fall auszahlen kann man hier einmal wöchentlich. Deswegen passt das genau mit meinen Rewards, die ich hier aktuell generiere, da ich circa nach 5 bis 6 Tagen immer auf die 50 US-Dollar komme und somit dann diese direkt auszahlen kann bis zu meinem Break-Even-Punkt. Was jetzt unter anderem auch schon live ist, ist der Merchandise Store mit den T-Shirts hier, die man mittlerweile erwerben kann. Ich weiß zwar nicht, wer sich diese T-Shirts kaufen würde, aber das sei mal so dahingestellt. Auf jeden Fall gibt es den Merch, nur dass ihr darüber Bescheid wisst. Und wir haben hier unten beispielsweise nochmal ein fast einstündiges Tutorial, wie man mit der Seite umgeht, wie man sich beispielsweise auch sicher eine MetaMask runterlädt und diese einrichtet. Also hier nochmal alles genau erwähnt, vom Gründer in diesem Fall selbst hier detailliert erklärt. Das soll es im Grunde auch schon mit diesem Video gewesen sein. Wenn ihr euch jetzt austauschen wollt, gerne auf unseren Discord-Server kommen, der ist unten in der Videobeschreibung, genauso wie der Link zum Projekt. Dort gibt es eine eigene Kategorie für Prosperity Gem Mining, falls ihr Fragen habt, beziehungsweise euch über die Strategien mit den anderen Personen austauschen wollt, einfach mal vorbeischauen. Ansonsten gerne auch unten in die Kommentare oder wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.